1.3. Ermitteln Sie mit Hilfe des Graphen zu F, nach wie vielen Minuten die Temperatur des Getränks noch 40 Grad Celsius beträgt. Ich habe jetzt nochmal den Graphen, der ja ein paar Aufgaben drüber schon war. Und man soll jetzt aus diesem Graph ablesen, wie viele Minuten vergangen sind. Und das so genau wie möglich. Das heißt, es ist abhängig davon, wie ihr euren Graphen einzeichnet. Am besten, man nimmt hier jetzt einfach ein Lineal zur Hilfe, legt es hier bei der Y-Achse bei 40 an, das ist ja die Temperatur, kann sich dann als Hilfe noch einen Strich reinzeichnen. So. Und dann entsprechend den genauen Wert ablesen. So, man sieht, es ist etwas neben dem Strich hier, also ich habe 10, 11, 12, 13 Minuten. Dann hätte man jetzt sagen können, so ab 12,9, 12,8 Minuten.